Jo, was machen wir jetzt Schönes? Also die Dinger sind hier echt toll und so. Mehr brauche ich aber von denen erstmal nicht, ne? Nö. Also Strom sieht echt gut aus. Smog? Ja, die Dinger arbeiten zwar, aber, ne? Da die Smog-Mechanik anders ist, als ich dachte, bringt es nicht ganz so viel, wie ich dachte. Ist aber auch nicht schlimm. Weil ich denke, wir kommen jetzt damit klar, wenn wir öfters angegriffen werden. Ich sollte allerdings dafür sorgen, dass hier, ne? Überall mindestens drei Türme an den Poles dran sind. Und danach habe ich mir vorgenommen, dass ich nicht gleich Richtung Topaz-Türme gehe, weil die sind abgefahren teuer. Das kennt ihr ja schon von Ditec. Sondern dass ich den Yoki-Türmen mehr Aufmerksamkeit widme. Das wäre. Da. Genau. Also einmal haben wir die hier mit einer höheren Reichweite. Also 30 im Gegensatz zu, was auch immer die Dinger hier nochmal haben, 25, ist nur ein kleiner Tick mehr. Und ich denke, wir werden mehr brauchen als 30, sobald die Königinnen kommen. Also die Königinnen-Spucker und Königspucker und was weiß ich. Und das war schnell. Eigentlich hätte ich ganz gerne mehr Geschwindigkeit, weil die Geschwindigkeit scheint echt ein Problem zu sein bei den Dingern. Also die schießen gefühlt für mich relativ langsam. Aber 30% Bonus jedes Mal sollte recht schnell abgehen. Ja, forsch das mal weiter. Während ich weiter am Überlegen bin. Also 30 Range klingt gut. Aber ich hätte gerne mehr. Zero Time Transfer Weapon. Hört sich abgefahren an. Aber ich denke, das wäre eher der nächste Schritt, huh? Dass wir die Lasertürme ersetzen durch die hier. Weil die werden auf jeden Fall besser sein als ein Standard-Laser-Turret. Weil die brauchen ja schon ein Laser-Turret. Und wir werden oben rechts angegriffen. Oben rechts sollte okay sein. Dann was noch? Die Doppelmauer hätte ich ganz gerne fertig. Dafür werden wir wahrscheinlich wieder Stonebricks irgendwo einschmelzen müssen. In unserer Privatschmelze. Naja. Genau. Tränke sehen okay aus. Und danach, da jetzt mit dem Strom das so gut aussieht, würde ich gerne diesen Generatormauern, diesen Force Fields eine Chance geben. Also nicht, dass sie komplett unsere Basis schützen, weil komplett sich darauf zu verlassen, auf etwas, das Strom verbraucht, wenn ab und an Strom ausfällt, ist keine gute Sache. Aber als äußerste Mauer. Mal gucken, wie die so funktionieren. So, du kriegst erstmal ganz viel Stein. Ihr seid alle leer? Na ja, damit. Gut. Glas hatten wir schon ganz im Stack. Nö, das kann da bleiben, ist okay. Ressourcen sind hier auch okay. Wir brauchten noch ein paar mehr Solar Panels, damit das hier endlich fertig wird. Akkus gehen so. Ja. Ja, das ist schick hier mit den ganzen kleinen Alien-Artefakten. Weil früher war es ja immer so ein, ja, fast schon ein Rennen, dass man schnell genug vorankommt mit den Waffensystemen, damit man auch ja die Basen knacken kann, um auch ja die lila Artefakte zu bekommen und so weiter. Das ist jetzt wesentlich entspannter. Ich muss einfach nur noch mal an der Basis hocken und genug Balter töten und dann. Angriff links, okay. Ich muss einfach nur meine Basis hocken. Die Balter kommen ja ganz von alleine, wie man sehen kann. So. Und dann einfach genug Balter töten. Dann kriegen wir die kleinen Artefakte, kriegen die großen Artefakte und alles ist gut. Ist jetzt nicht so die Welt. Aber wenn wir das später automatisieren, also mit Fließbändern, die gegen Uhrzeigersinn einmal außenrum bis nach da unten laufen und das dann alles in eine Kiste schmeißen, dürfte das schon gut abgehen. Ich mache nochmal einen kurzen Trip nach oben. Bauxit holen. Auch wenn ich mich nicht wirklich sicher bin, ob ich es unbedingt brauche, aber schaden wird schon nicht. Ach so, und ich wollte jetzt gucken, wie das mit dem Laser Rifle jetzt ist. Ich habe jetzt ja zweimal also den Schaden erhöht und Geschwindigkeit und was weiß ich. Deswegen zerstöre ich jetzt mal das Ding da oben. Hoffe ich. Hoffe ich. Oh, geht weiter. Ja, ich habe ganz vergessen, dass du da bist. Na komm, na komm, na komm. Ja, also die Big Biter sind noch ein Problem. Aber ich denke, wenn ich noch ein paar Punkte in Defense setze, regeneriere ich schneller, als die mir Schaden machen können. Jedenfalls so lange, bis die Berserker und Elder Biter auftauchen. Piu, 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 piu. Das ist schneller. Das macht mehr Schaden, aber halt nicht so viel. Mal gucken, wie das später abgeht. Aber es ist auf jeden Fall ein schöner
Zwischenschritt, wie gesagt, zwischen dem hier und dem Laser-Combat-Shotgun-Ding. Und die Basis ist weg. Ja. Den Rest würde ich aber ungern nachts machen. Das ist echt ein bisschen doof. Kann ich erkennen, wo was spawnt und so weiter. Also bau einfach mal so 10, 20, bau Zeit ab und dann ist gut. Währenddessen kann ich mir überlegen, worauf ich jetzt den Fokus setzen sollte. Mehr Roboter war der Plan, ne? Strom ist ja okay. Blaue Tränke werden durchgehend produziert, während wir hier rumwuseln. Wobei es nicht vollkommen automatisiert ist. Stimmt. Ich sollte danach gucken, ob die Ressourcen alle da sind. Ich glaube, Stahl war das Hauptproblem. Da wurde übrigens ein guter Einwand gegeben. Wir haben ja schon ein Fließband, was die Eisenplatten nach unten transportieren lässt. Wir können ja einfach da dann eine Schmelze ranhängen, die sich davon ein bisschen was an Eisen abzwackt und das zu Stahl macht. So ist auf jeden Fall immer genug Eisen in den großen Kisten links von der Hauptschlagader da quasi. Und nur der Überschuss von dem, was nach unten geliefert wird, der wird dann zu Stahl gemacht. Und das einfach eine rote Kiste und gut ist. Klingt echt nicht schlecht. Und wir haben 25, das reicht erstmal. Tungsten brauchen wir nicht. Die Forschung braucht eine Weile. Ja. Speed-Module. Achso, die brauchen wir das. Ja, wir haben kein Gold. Aber Gold hatten wir vor kurzem erforscht, glaube ich. Also das Gold einschmelzen, sollte ich aber machen. Und die Construction Bots. Bauen bitte ein paar Construction Bots. Zwei reichen eigentlich schon fast. Oh, so. Wow, seid ihr langsam. Ja, ja, ihr. Gib mal her. Haben wir schon die besseren Construction Bots? Ja, bauen wir bitte drei davon. Viel besser. Okay. Und jetzt kriegst du Repair Packs, die ganz billigen. Oder was auch immer die jetzt fallen. Wahrscheinlich dasselbe wie vorher, huh? Da Repair Packs. Na? Ja, schmeiß sie da rein. Und jetzt gehen endlich diese ganzen nervigen kleinen gelben Nachrichten da weg. Das ist sehr schön. Leichen sollte ich bald wieder aussortieren. Und die restlichen Repair-Packs kann ich eigentlich auch bei mir lassen. Weil ich brauche die auch ab und an mal. So, blaue Tränke, was fehlt euch? Stahl, wie vorhergesehen. Hier, 27. Ist nicht die Welt, aber, ne? Ja, habe ich noch eine Schmelze auf Tasche? Die kleinen Schmelzen, ja. Okay, nehmen wir die kleinen Schmelzen. Haben wir hier Abdeckung? Ja, werden wir haben. Also mach mal. Erstmal hier das Muster. Also das, ne? Das komische Muster, das genau auf dem Fließband liegt. Great, 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 great. Dann mach halt das Muster. Warte mal. Kann ich denn nicht das Muster wegmachen? Hey. Ja, kann ich. Okay. So, Schmelzofen. Schmelzofen. Ist das das normale Ärmchen, dieses halbe Ärmchen? Ärmchen, Ärmchen. Ist der Platz? Ja, das ist Platz. Ärmchen, Ärmchen. Ärmchen. Rote Kiste. So, jetzt arbeiten die durchgehend daran, dass wir Stahl haben. Einzige Problem, was da auftreten könnte, glaube ich, ist, dass kein Eisen mehr nach unten kommt. Was bedeuten würde, dass die Sachen nicht hergestellt werden, die Sachen nicht hergestellt werden und allgemein keine blauen Tränke. Das sind nur 19 Stück. Ernsthaft? Mal schauen. Achso, und du musst unbedingt noch eine gelbe Fabrik werden. Dafür brauchen wir Stahl. Hey, das ist ein Zufall. Warum hast du hier 85? Du brauchst nur 10. So, bauen. Verdammte gelbe Fabrik. Gott. Bau die dahin. Damit du schneller Stahl verbrauchst, weil wir so viel davon haben. Ja. Okay, das ist Problem Nummer 1. Problem Nummer 2 kümmern wir uns gleich drum. Gib die alle her. Dich auch, dich auch. Bau die da. Dann habe ich erwähnt, dass die Forschung verdammt lange dauert. Was ist hier los? Wir brauchen mehr Labs, definitiv.
Können wir die jetzt nicht irgendwie enger bauen? Das ist alles das alte Muster hier, ne? Ah, das ist doof. Okay, kümmern wir uns kurz darum. Mach einfach mal blubdiwob das hier alles weg. So, mach das lieber so. Weil ich habe gerade ein bisschen Forschung zerstört, als ich das Ding da abgerissen habe. Das heißt, wir sollten lieber arbeiten lassen, bis sie keine Tränke mehr haben. Also einmal durchticken quasi. So. Alten Kram hier weg. Und dann einfach hier zwischen irgendwo quetschen. Und dann ist gut. Ja, das ist wieder das komische Muster, das ist okay. Alle hören auf zu arbeiten. Gut, 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 gut. Her damit, her damit, her damit. Und ich brauche mehr davon. Da. Wow, mit 10 ist übertrieben. Auf 5. 5 ist okay. So. Und dann hätte ich die gerne so irgendwie, dass wir auf beiden Seiten... Das wird nicht wieder aufgehen. Es geht nie auf mit diesem Muster. So. Ärmchen, Fließband, Ärmchen. Richtig, richtig. Ja, hier können auch welche hin. Blub, blub, dann machen wir es aber hier rum. Fließband, Ärmchen. Ärmchen, Ärmchen, Ärmchen. Das dürfte jetzt gut abgehen. Also ein Geschwindigkeitsboost. Noch mehr natürlich, wenn wir auch noch Speed Blue reinbappen würden, aber die haben wir halt gerade nicht. Und eins fehlt. Komm, bau ein Ding davon auch. Währenddessen setze ich hier schon mal das da durch. Wobei das Problem immer noch daran besteht, dass wir keine hellblauen Tränke damit reinnehmen, ne? Nein, nein, keine Kohle. Hey. Das da weg. Das da weg. So. Ja, also später müssen wir mit zwei Reihen Fließbändern arbeiten. Das wird ein bisschen eng. Aber das gucken wir, wenn es dann soweit ist. Bis dahin haben wir vielleicht auch... Achso, das habe ich alles abgerissen. Umrichts, okay. Bis dahin haben wir vielleicht auch alles schon mit Robotern abgedeckt. Dass die Roboter die Tränke dann bringen. Wäre ja auch ganz schick. So, zip, 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 genau. Du dahin. Und jetzt hoffentlich schnellere Forschung. Die Kisten hier sind nicht okay. Ganz und gar nicht okay. Überhaupt nicht okay. Ist nicht schön. Okay, stell bitte mal Shift-Linke. Genau, alle Steinmauern her. Und wir... Oh. Das könnte helfen, wenn du das so machen würdest. Und wir brauchen hier mehr Schmelzöfen. Viel mehr Schmelzöfen. Ganz viele Bonusdinger. Oh, stimmt, Bonusdinger. Talis dauert. Okay. Ich will die mal zu schnell haben, die Teile. Wow, okay. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Okay. Vielleicht brauchen wir doch gar nicht mehr Schmelzöfen. Also so super dringend, wie ich dachte. Natürlich ist es immer schön, wenn wir... Ja, ich verteile gerade Dinge auf dem Boden. Natürlich ist es immer schön, wenn man einen riesen schönen Puffer hat an Eisen und Kupfer und so weiter. Aber es ging mir eher erstmal ums Überleben. Und das scheinen wir ganz gut. Ja. Ah, doch. Scheint gut zu laufen. Bau bitte 6 Roboter. Und dann fehlt dir Batterien. Batterien? Bei Batterien war auch irgendwas. Ich glaube, da mussten wir auch mal nachlegen, ne? Weil das die Roboter jetzt eigentlich machen sollten. Dafür haben wir euch schließlich. Was machst du hier? Du hast die Reste an Kohle. Okay. Dann dreh dich mal um. Füll das damit drauf. Gut. Oh genau, ich wollte die Kisten weiter auffüllen. So, reicht eine Weile. Dann zu der Kiste mit dem Zeug, das wir irgendwann brauchen, aber jetzt gerade nicht.
Und da Leichen reinschmeißen. Und alten Gun-Turret und eine angeschlagene Kiste und alte Poles und 20 davon. Whee!